You like it when I turn your back. Give you no slack, you slap attack. You like it when we leave parts on, when we're getting it on and on. Come on, alright, give me your word. Come on, alright, give me your word. Wir sind im Drogengeschäft. Seit einem Jahr bin ich schon ihr Dr. Fix. Um ehrlich zu sein, kann ich ihren Arsch nicht mehr sehen. Immer macht sie uns das Leben schwer. Sie zahlt nie pünktlich und versucht laufend, sich einzumischen. Ich kann nichts dagegen machen, weil sie meine Bewährungshelferin ist. Sie hat mich an den Eiern. Wäre schön, wenn das aufhört. Habt ihr Bänder von ihr? Video? Audio? Kilometerweise. Habt ihr sie dabei? Erst wenn wir wissen, wie der Deal aussieht. Das ist nicht kompliziert. Wir handeln mit Informationen, vor allem mit solchen Informationen. Ihr gebt uns alles, was ihr schaden könnte. Wir organisieren den Kontakt und die Bezahlung. Ihr bleibt sauber und wir machen 50-50. 50-50? Sie ist ein Bulle und verdient 55.000 im Jahr brutto. Reich werden wir nicht dabei. Vielleicht doch. Die Asservatenkammer der Polizei ist gut gefüllt und wir wissen jederzeit genau, was da drin ist. Geld, Drogen, Diebesgut. Wir kriegen die Listen von Cops, die zu uns gehören. Wir sagen, was wir wollen und sie holt es uns raus. Ein Cop, der ins Gefängnis soll, geht auf jeden Deal ein. Ihr solltet jetzt lieber rausgehen. Am Seiteneingang hat jemand rumgeschnüffelt. Mein Mann glaubt, dass er ein Bulle ist. Er gehört zu uns. Was soll denn das? Ich hab dir doch gesagt, du sollst im Auto warten. Ich... Halt die Klappe! Entschuldigt bitte, Leute. Was machen wir mit dem? Rudy, Randy, das ist uns echt peinlich. Wir müssen uns entschuldigen. Das ist Jared, der ist schon ewig bei uns. Wieso kennen wir ihn nicht? Er ist dafür da, uns den Rücken freizuhalten. Ihr bringt ihn nicht mit rein? Wir dürfen ihn nicht überprüfen. Wir würden gern alle unsere Partner kennen. Du hast recht. Es tut uns leid. Unser Fehler. Ich meine, seht ihn euch mal an, der ist doch... Er ist wie ein Haustier. Wisst ihr? Man denkt gar nicht an ihn. Wenn ihr eine Familie kennenlernt, wollt ihr ja auch nicht, dass man euch den Hund vorstellt. Er ist unser kleiner Shih Tzu. So ist das. Aha. Lass den frei. Du, komm her. Ihr wisst doch, wie wir das machen. Wir mögen keine Überraschungen und keine neuen Gesichter. Du und dein Partner, ihr wurdet gründlich untersucht, bevor ihr hier auch nur einen Fuß reinsetzen durftet. Wir wollen alles wissen. So sind nun mal die Regeln. Wie wir schon sagten, unser Fehler, Lady. Er hat so eine Otto-Normalverbraucher-Ausstrahlung. Vielleicht ist er sogar ein Bulle. Wie auch immer, er gehört zu euch und ist euer Problem. Falls du mich verstehst. Ja. Ich wünsche eine gute Nacht. Na, lass mal, du machst das schon. Rudy? Vance Drummer. Wir müssen uns mal treffen. Worum geht's? Machst du viele Geschäfte am Telefon? Nein. Ich auch nicht. Das Ei war heute Nacht um 1 Uhr. Bring deine Frau mit. Hast du dieses Rampart-Gerücht gecheckt? Ja, hab ich. 15 Pfund von der Razzia. Und dieser Cop Chambers? Hat zum Revier vollen Zugang. Wow. Vielleicht sollten wir uns anhören, was der Junge zu sagen hat.